Herzlich willkommen zu Plug and Play. Was? What? Okay, das Spiel habe ich schon öfters mal ein bisschen wo gesehen. Ich habe es noch nie komplett gesehen, aber ich kenne so ein paar Szenen davon. Ich weiß, dass es sehr, sehr seltsam ist. Und wir sind Steckdosenboy Samson. So heißen wir jetzt, Steckdosenboy Samson. Und wir laufen und fallen. Was? Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass das Spiel unglaublich seltsam ist. Und anscheinend irgendein tieferen... Warum können wir den schlagen? Warum können wir den fucking punchen? Komm, fuck you, Samson. Fuck, Steckdosenboy. Warum bist du hier rumgelaufen? Hier darfst du nur Tempo 40 laufen. Und du bist mindestens Tempo 42 gelaufen. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich schlag dich einfach permanent. Was? Soll ich dich jetzt schlagen? Nein? Okay, du hast deine Lektion gelernt und rennst jetzt weg. Samson, lauf. Lauf, komm. Der Weg ist frei. Lauf einfach. Hey, Ach, dein Bruder ist das. Natürlich, okay, klar. Soll ich mit dem jetzt immer genau das gleiche machen? Oder was ist denn jetzt mit dem? Ich verstehe das nicht. Ich bin einfach nur... Ah, klar. Was? Okay, das Ding können wir anscheinend wieder reinstecken. Oder wir können 360s damit machen. Ich würde eher sagen, wir machen 360s damit. Und jetzt, wir werfen ihn rein. Komm. Fuck. Nein, ich schaff das. Moment. Nein! Nein! Come on! Nein! Fuck! Fuck you! Komm schon. Bam! Alter. Wow, please! Alter, das musst du mal irgendwann... Geh da rein! Komm schon, come on. Meh. Hey. Ah, hey, gut. Da wir offensichtlich keine andere Möglichkeit haben, außer diesen Knopf zu drücken, machen wir das mal. Und Samson, Steckdosenboy Samson, kannst du bitte... Warum sieht er aus wie eine Karotte? Sein Körper sieht irgendwie aus wie eine Möhre von den ganzen komischen Strichen und so. Aber okay, was können wir... Oh. Das ist die falsche Richtung, du Vollidiot. Du sollst in die Richtung machen. Bist du behindert oder was? Warte mal, was passiert, wenn ich einfach den ganzen... Ich traue dem Spiel irgendwie nicht so ganz. Ich habe ein bisschen Angst, dass irgendwo ganz am Ende ein Jumpscare oder so ist. Ich bin ein bisschen verwirrt. Warte, kann ich die Dinger rausziehen? Kann ich euch töten? Kann ich euch die Scheiße aus dem Kopf rausziehen? Ist das eine gute Idee? Was soll das für eine tiefere Bedeutung von... Kann ich dich schlagen oder... Hey, Dude. Box ihn um. Also, wenn das Spiel irgendeine tiefere Bedeutung hat, dann verstehe ich es nicht so. Warum landen diese steckdosen Dinger in den Ärschen von denen davor? Das ist übrigens eine ziemlich realistische Darstellung von meinem Sexleben. Dazu möchte ich nichts sagen. Dude, warum? Ich bin sehr verwirrt. Okay, weg mit denen. Folg denen einfach. Folg deinen Münzen. Sammel sie. Jag deinem Traum hinterher, du Psychopath. Okay, warum? Wieso habe ich... Was ist das? Warum habe ich das... Das Spiel kostet Geld. Warum gibt man hierfür Geld aus? Hi. Hi. Kenne ich dich? Weiß ich nicht. Ich liebe dich. Ja, so flirtet man. Ich glaube nicht, dass ich dich liebe. Ich liebe dich. Ich glaube, du liebst mich nicht. Ich weiß, dass ich dich liebe. Ich bin mir nicht sicher. Ich liebe dich. Was ist das? Ich tue es nicht. Das tut weh. Ich... Warum muss ich jetzt schon wieder... Komm, fuck off, flieg weg. Ich... No, weg. Weg. Und du kommst... Nein, weg. Weg. Und du da rein. Okay, du da rein. Drücken. Was? Ah, oh. Oi. Oi, oi, oi. Okay. Und... Boah. Tja. 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 Ja. Oh. Das ist süß. Oh, das ist nicht so süß. Können wir nicht... Oh. Oh. Das ist aber erotisch. Das ist aber... Oh. Nein. Oh. Nein, 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 nein. Tu es nicht. Tu das nicht. Tu das nicht. Da ist kein Platz mehr. Da ist wirklich kein Platz mehr für dich. Da ist kein Platz mehr, Mann. Das ist für zwei Leute gemacht. Das ist für zwei Leute gemacht. Nicht für vier. Nein. Geh weg. Das ist für die beiden hier. Die haben hier Spaß. Also verschwinde. Es gibt kein drittes Rad am Fahrrad. Oh, what the f... Uh.
Aua, willst du dem Ernst den Finger rausreißen oder was? Denkst du, das ist eine gute... Da ist schon so ein komischer Schnitt oben am Finger, da passiert irgendwas. Irgendwas passiert mit dem Finger. Ich seh's... Aua, das sieht super schmerzhaft aus. Das sieht einfach mal super schmerzhaft aus, was du da machst. Hör auf damit, dein armer Kumpel. Das willst du nicht? Das willst du nicht. Ich bin schon mittlerweile so verwirrt, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich hier machen soll oder was ich sagen soll. Das ist einfach... Oh, das klang... Ich weiß nicht, was machen. Sollen wir im Ernst den Finger brechen? Sollen wir vielleicht... Sorry. Tchau.